Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und heute spielen wir mal nicht Adopt Me. Ja, heute reden wir mal über das Jahr 2020. Weil heute ist der letzte Tag von diesem Jahr und das letzte Video auf diesem Kanal im Jahr 2020. 2021 steht vor der Tür, ein weiteres Jahr unseres Lebens steht vor der Tür und ich dachte, wir reden mal über 2020, über die guten Sachen und die schlechten Sachen meines Kanals. Vorab Leute, ich bin mittlerweile riesig geworden. Ich bin super groß geworden. Viele von euch wissen gar nicht, mein Ziel auf YouTube vor 5 Jahren, wo ich angefangen habe mit YouTube, waren 100 Abonnenten. Diese Abonnentenzahl, die mache ich am Tag. Beziehungsweise diese Abonnentenzahl mache ich manchmal in 2 Stunden. Und das ist so eine so enorme Menge an Abonnenten und an Leuten, die mich schauen und mich mögen und mich lieben und so viel. Das ist einfach nur krass. Und dafür bin ich euch so unendlich dankbar. Es gibt so viele Leute, die meine Videos liken, die mich abonniert haben, die auch immer schön die Kommentare schreiben. Und ja, 2021 wird weitergehen mit Adopt Me. Es werden noch ein paar Kanaländerungen kommen. Ich habe tolle Projekte geplant, die euch allen gefallen werden. Und ich hoffe, dass ihr ein schönes Jahr hattet und dass ihr auch ein schönes weiteres Jahr haben werdet. Und ja, frohes Neues an euch. So, jetzt wollte ich nochmal ein paar Sachen klarstellen. Zum Beispiel, dass viele mich als Scammer oder Faker bezeichnen. Leute, ich habe noch nie in meinem Leben gescammt. Das verspreche ich euch und ich werde auch niemals scammen. Außerdem fake ich auch nichts, Leute. Wenn ich auf mein Thumbnail was Übertriebenes drauf mache, dann ist das nicht direkt faken oder sowas. Das ist einfach nur zur Darstellung gedacht. Das mache nicht nur ich so, das macht jeder so. Es gibt ganz, ganz viele positive Sachen. Am Anfang des Jahres habe ich noch Ninja Legends gespielt, wovon jetzt auch ein zweiter Teil rausgekommen ist und ich den auf meinem Zweitkanal auch spielen werde. Link dazu in der Videobeschreibung. Und danach ging es weiter zu Bomb-Simulator und zu Simulatoren. Und jetzt sind wir bei Adopt Me und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir eine starke Community aufgebaut, ich habe mir ein starkes Inventar aufgebaut und ich habe mir ein starkes Leben aufgebaut. Informationen zu mir, Leute. Ich gehe noch zur Schule, ich bin 17 Jahre alt und mache YouTube als Hobby. Ich verdiene mit YouTube Geld, aber ich mache YouTube nicht wegen Geld. Natürlich ist es schön, mit YouTube Geld zu verdienen, weil ich dann hochqualitativere Videos machen kann und machen tue, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich YouTube mache. Wie gesagt, mein Ziel waren 100 Abonnenten und die mache ich jetzt das Zehnfache manchmal davon am Tag. Ja, jetzt zeige ich euch noch allererstes Video, wo ich geredet habe und vergleicht mal die Stimme da mit meiner Stimme jetzt. Also, man verändert sich nun mal. Yo und herzlich willkommen zu einer Folge Jailbreak und heute gebe ich euch ein paar Pro-Tipps. Also, wie man sieht, bin ich ein ziemlicher Pro. Und ja, heute waren ja ein paar Pro-Tipps und spiele einfach ein bisschen Jailbreak und gebe euch halt Pro-Tipps. Habe schon erwähnt, dass ich euch Pro-Tipps gebe. Ich habe auf jeden Fall meine Ziele für 2020 erreicht. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, ob du deine Ziele für 2020 erreicht hast und was deine Ziele für 2021 sind. Also, meine Ziele für 2021, die 200 oder 300.000 Abonnenten wären schon cool. Und ja, jeden Tag Videos für euch machen. Das ist ein cooles Ziel, weil das ist nicht einfach, jeden Tag ein Video zu machen, glaubt mir. Aber ich mache das gerne für euch. Ich komme von der Schule nach Hause und mache ein Video für euch. Und dann gehe ich schlafen. Und so sieht mein Tag aus. Aber ich mache das gerne, weil ihr mögt mich und ihr unterstützt mich und dafür kriegt ihr halt coole Videos. Okay, da würde ich sagen, die wichtigste Frage und die häufigste Frage, die ich in letzter Zeit gefragt bekommen habe, wann kommt der Drachenkampf Teil 2? Ja, Leute, bei 200.000 Abonnenten. Und ja, das heißt abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, um das dann nicht zu verpassen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Danke für alles, Leute. Ihr seid die Besten. Ihr seid die beste Community. Ich weiß, jeder YouTuber sagt, dass seine Community die beste ist, aber ihr seid wirklich die beste Community. Vertraut mir. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!